Liebe Schwestern und Brüder, es war das große Verdienst von Ida Friederike Görres, als sie begann, sich mit den Heiligen zu beschäftigen, dass sie ein großes Werk, das verborgene Antlitz, über die kleine Theresia geschrieben hat. Und das ist nicht nur eine weitere Biografie, sondern diese Lebensbeschreibung war bahnbrechend, weil sie gerade diese Heilige von den Verkrustungen des Kitsches befreit hat, in die man sie sehr schnell einordnet, manchmal bis heute. Sie hat sie nicht nur in ihrer Wirklichkeit, in ihrer Zeit erstehen lassen, sondern auch in ihrer ganzen Persönlichkeit, auch in ihrer schwierigen Persönlichkeit. Denn das sagt Görres an einer anderen Stelle, wer hat eigentlich immer gesagt, dass Heilige liebenswürdig seien? Das ist mitnichten der Fall. Niemand kann so schnell nachvollziehen, was es bedeutet, von Gott direkt in eine Zeit gestellt zu sein, um das zu tragen und dann natürlich auch für die Umgebung schwierig zu werden. Und ich fand in diesem Buch gleich am Anfang eine Passage, die so gut zu dem passt, was uns heute so sehr umtreibt und wo wir heute so oft hin und her gerissen sind. Nämlich unter dem Stichwort Reform und Zukunft. Görres schreibt über die Heilige: Sie dachte nicht an Reformprobleme und Zukunftsbauten. Gerade darum ist sie ein merkwürdiges Beispiel für die tief innerste Erneuerungskraft der Kirche Christi, der Kraft des Heiligen Geistes, die aus sich selbst wirkt und schafft, unabhängig von äußeren Anregungen, nicht angewiesen auf den Wettbewerb oder auf das Kielwasser weltlicher Strömungen. Es tut uns gut, dies zu sehen, die wir allzu eifrig allein von der Auseinandersetzung, der Abwehrenden wie der Befruchtenden das Heil erwarten und allzu oft aus der Kritik der Gegner den Maßstab für unsere Entwicklung nehmen. In Therese sammelt und läutert sich gleichsam das Innigste und Tiefste, das in der Frömmigkeit der Zeit lebt, der Kern des Erbes, die wesentliche, immer gleiche Substanz des Glaubens, die lebendige Seele der Kirche. Wie der Falter vollendet durch die verpuppenden Hüllen bricht, stößt sie verwandelt durch die welken Schalen des Zeitgenössischen hindurch, und erscheint uns als reine Verkörperung christlicher Wirklichkeit. Wohl stellt Therese eine Vollendung jener religiösen Form dar, aber indem sie ihr Gesetz erfüllt, ehrfürchtig und getreu und voller Vertrauen, wie der Herr davon spricht, dass das Gesetz erfüllt werden muss, überwindet sie es zugleich. Sie, die nur den Gehorsam kennt, empfängt das Überlieferte ohne Frage in der ganzen Beschränktheit seiner Zeitfigur. Aber sie nimmt es an und vollzieht es mit so beispielloser Lauterkeit, so hingegebener Inbrunst, dass die brennende Reinheit ihrer Berührung die Schlacken wegschmilzt. Sie durchschreitet das Dargebotene bis an seinen Rand, sie überschreitet es, bis alles Beiwerk in wesenlosem Schein weit hinter ihr liegt. Und was sie ergreift und begreift, ist wieder das Erste, Ursprüngliche und Eigentliche. Welch eine wahrhaft moderne Heilige, von der wir mehr brauchten, deren Geist uns inspirieren kann. Uns, die wir oft meinen, wir kommen einen Schritt vorwärts, wenn wir alles hinter uns lassen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und das lehrt diese demütige kleine Heilige uns. Anzunehmen und es zu durchschreiten. Fraglos, demütig und Gehorsames anzunehmen. Bei aller Beschränktheit. Es in einer Reinheit anzunehmen und durchzugehen. Führt uns zur ursprünglichen Reinheit und Klarheit, für die sie ein bis heute so brennendes und lebendiges Beispiel ist. Es gilt nicht nur im Blick auf die kommende Synode, es gilt immer vom geistlichen Leben. Wie tief
ist solche Einsicht, die uns durch diese Heilige und durch die Zeilen von Ida Friederike Görres geschenkt wird.